Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Wir haben den sechsten Spieltag nach der englischen Woche vor der Brust, unter anderem mit dem Eröffnungsspiel Bayern gegen Wolfsburg, dazu Hoffenheim gegen Schalke und das Borussen-Duell im Signal Iduna Park. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus zu meinen Partnern für diese Serie. Das ist einmal OneFootball, eure App für Smartphone oder iPhone aus dem App oder Play Store für die neuesten Live-Scores, Transferinformationen und Kaderinformationen. Alles, was ihr wollt, auf euer Handy direkt und kostenlos. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Dazu haben wir selbstverständlich IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV und natürlich auch mein Merchandise, aber vor allem die Social-Media-Links. Gerade wichtig für die von euch, die FIFA gucken, Karrieremodus und so, Twitter auschecken und Instagram sowieso, würde ich mich drüber freuen. Wir starten durch mit dem ersten Spiel und das ist das Freitagsspiel. Der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Ja, die Wolfsburger haben ja zuletzt, ich sag mal so, ordentliche Ergebnisse gezeigt. Eher nicht. Denn unentschieden gegen Hannover, unentschieden zu Hause gegen Bremen und dazu eine Auswärtsniederlage gegen Stuttgart. Der Trend zeigt nach unten. Bayern zuletzt mit 2x3:0, einmal auf Schalke, das muss man erstmal machen, und zu Hause gegen Mainz, was deutlich höher ausgehen können. Ich sage wieder 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Ich denke, Bayern ist momentan zu stark und ich denke, dass die langsam aber sicher sich an die Tabellenspitze ranpirschen werden, auch wenn Dortmund da ja momentan noch sitzt und auch noch 3 Punkte Vorsprung hat. Aber nichtsdestotrotz, einen Punkt Vorsprung hat, aber nichtsdestotrotz sollte man Bayern niemals unterschätzen. Zweites Spiel, VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Der FC Augsburg, der die Überraschungsmannschaft neben Hannover 96 bisher in dieser Saison, hat, bis jetzt 10 Punkte auf dem Konto, das hätte ich niemals so erwartet nach 5 Spieltagen. Genau deswegen habe ich übrigens auch Sorge um den Abstiegskampf, weil wer soll absteigen? Also ich meine, das wird unglaublich eng, weil Hannover und Augsburg sind beides immer noch Abstiegskandidaten und die stehen aber oben mit Punkten und Köln und Bremen müssen das erstmal aufholen beispielsweise. Das wird so Abstiegskampf-Action pur, das wird so spannend. Egal, auf jeden Fall spielt Stuttgart zu Hause gegen die und zu Hause hat Stuttgart bisher sehr gut ausgesehen, gegen Wolfsburg gewonnen und gegen noch irgendwen gewonnen. Gegen Mainz gewonnen, genau. Und jetzt zuletzt haben sie auswärts in Gladbach verloren, das war ein bisschen bitter. Sie haben gut mitgehalten und ich denke, dieses Mal werden sie gegen Augsburg gewinnen. Augsburgs kleine Serie kommt zum Ende. Ich denke an sich nicht, dass das irgendwie ein eindeutiger Sieg für Stuttgart wird, aber ich glaube, irgendwie schaffen die das zu gewinnen. Mit 2:1 und ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich glaube, dieses Wochenende sehen wir das erste Bundesliga-Tor von Simon Terodde. Als nächstes Mainz 05 gegen Hertha BSC Berlin. Die Mainzer ja zuletzt mit, ich sag mal so, durchschnittlichen Ergebnissen, also nichts, was irgendwie überragend gewesen wäre oder was den Verein zufriedenstellen würde. Hertha hat sich deutlich gesteigert zuletzt und ich denke mal, dass die auch relativ gut dastehen jetzt vor dem nächsten Spieltag. Haben, glaube ich, 8 Punkte jetzt momentan auf dem Konto und das ist nicht schlecht. Mainz, gerade mit dieser unfassbar bitteren Niederlage gegen Hoffenheim, auf jeden Fall demoralisiert, aber will es wahrscheinlich gerade zu Hause jetzt direkt wieder im nächsten Heimspiel besser machen. Die Sache ist nur, ich glaube nicht, dass sie das schaffen werden, weil Hertha einfach zu stark ist. Ich denke auch nicht, dass Hertha gewinnen wird. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. Und das passt eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil ich diese beiden Teams eigentlich, wenn Mainz in Normalform wäre, was sie ja momentan auch bei weitem nicht sind, von den Kader oder von der Qualität auf Augenhöhe sehe. Auch auf Augenhöhe sehe ich Hoffenheim und Schalke 04, vielleicht mit leichten Vorteilen eigentlich für Hoffenheim, aufgrund der Moral bzw. der Ruhe im Verein, die auf Schalke eigentlich nie herrscht. Allerdings ist Schalke bisher ziemlich gut in die Saison reingekommen, haben 9 Punkte auf dem Konto, natürlich haben sie gegen Hannover verloren, natürlich haben sie jetzt gegen Bayern verloren, aber sonst halt 3-mal gewonnen. Und das waren alles nicht so die allereinfachsten Gegner, gerade gegen Stuttgart zu Hause, gegen den Aufsteiger, musst du halt erstmal gewinnen. Ich denke, und auch gegen Leipzig beispielsweise, ich denke, dass Schalke dieses Spiel nicht verlieren wird, ich denke aber auch, dass Hoffenheim dieses Spiel nicht verlieren wird, ich denke auch, dieses Spiel wird unentschieden ausgehen. Hoffenheim ja momentan Tabellendritter, sind auch wieder oben mit dabei, ist allgemein eine relativ enge Führungsgruppe da oben drin, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt in der Saison natürlich noch absolut irrelevant ist, aber ich glaube, dass Hoffenheim 2:2 spielt gegen Schalke. Als nächstes RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Ja, RB am letzten Spieltag mit der bitteren Auswärtsniederlage in Augsburg, die definitiv so nicht eingeplant und erwartet war, allgemein nur mit 7 Punkten aus den ersten 5 Spielen gestartet, das ist nicht optimal und nicht im Sinne des Vereins und dementsprechend muss es eigentlich mal wieder ein Sieg her und Frankfurt ist jetzt momentan punktgleich mit RB Leipzig, hat am letzten Spieltag ja in Köln gewonnen 1:0, auch wenn das, momentan irgendwie keine Kunst ist. Sie hatten jetzt nicht so viel zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wird gegen Leipzig deutlich schwieriger, gerade gegen die Offensive, auch wenn Naby Keita gesperrt ist, mit einem Timo Werner oder einem Forsberg. Das ist schwer dagegen zu halten und deswegen glaube ich, Leipzig gerade zu Hause einfach zu stark. Habe ich letztes Mal auch gesagt, haben sie, glaube ich, unentschieden gespielt. Aber dieses Mal nicht. Diesmal gewinnen sie 2:1.
Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Werder Bremen gegen Freiburg. Bremen wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Ich habe ja gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann oder dass ich nicht glaube, dass sie gegen Wolfsburg gewinnen. Bauchgefühl war Wolfsburg, es war ein Unentschieden, aber es war halt kein Bremen-Sieg. Ich glaube, jetzt ist es aber soweit. Freiburg ist kein angenehmer Gegner, aber die sind auswärts deutlich unangenehmer als zu Hause. Wenn du die zu Hause hast, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und Bremen ist im Weserstadion eigentlich eine Macht. Die sind da ziemlich stark, die Fans pushen die nach vorne und ich denke, es wird endlich mal Zeit, dass der erste Dreier in der Saison eingefahren wird. Denn Bremen steht momentan nicht sonderlich gut da, ganz ehrlich gesagt, als 17. mit nur 2 Punkten aus 5 Spielen, 5 Punkte aus 6 Spielen, damit könnte man schon deutlich besser leben und dementsprechend gibt es einen 1:0 Heimerfolg gegen den SC Freiburg. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Das Borussen-Duell im Signal Iduna Park am Samstagabend um 18:30 Uhr, das Topspiel der Bundesliga. Dortmund bisher noch ohne Gegentor, allerdings mit Punktverlusten und zwar gegen Freiburg. Ja, wie gesagt, Freiburg auswärts ist nicht gerade einfach. Allerdings haben sie jetzt wieder ein Heimspiel und zu Hause ist der BVB einfach unglaublich stark und das wird wahrscheinlich auch Gladbach zu spüren bekommen. Die sind zwar auswärts nicht mehr ganz so schwach in den letzten Spielen, wie sie es mal waren, wo beispielsweise 96 abgestiegen ist. In der Saison waren sie ja unglaublich schlecht. Ich glaube, letzte Saison waren sie bis zur Halbserie oder so auch nicht sonderlich gut. Aber nichtsdestotrotz muss man bedenken, sie haben die letzten Spiele definitiv nicht schlecht gespielt auswärts. Jetzt allerdings in Dortmund keine Chance. Ich glaube jedoch, dass Dortmund das erste Gegentor kassieren wird gegen die Borussia aus Gladbach. Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, dass Bollwerk wird reißen. Allerdings glaube ich, dass es am Ende ein Torverhältnis von 16:1 gibt. Wer jetzt rechnen kann und das Torverhältnis weiß, der weiß, der BVB bisher ein Torverhältnis von 13:0. Also ist mein Tipp für dieses Spiel 3:1 für den BVB. Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV. Das Hassduell vergangener Tage, gerade zu Zeiten von Hakan Çalhanoğlu's Wechsel, war das ja eine unglaubliche Partie mit extremen Spannungen zwischen diesen beiden Vereinen. Ich glaube, die sind immer noch nicht ganz draußen. Allerdings wird das, denke ich mal, wieder in Leverkusen ein bisschen ruhiger als in Hamburg. Einfach, weil die Hamburger Fans nochmal in der Ecke viel, viel krasser sind. Gerade zu Hause, wenn es so viele sind, als die Leverkusen. Naja, es wird wahrscheinlich atmosphärisch werden. Die Hamburger werden viele mitbringen. Auch wenn es ein Sonntagabendspiel in Leverkusen ist, geht von der Reise her noch. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das kein Spiel wird, was ich mir angucke für Fußballästhetik. Ich glaube, das wird viel, viel Kampf sein, viel, viel Action. Und ich glaube, am Ende geht Leverkusen als Sieger vom Platz mit 2:1. Hamburg ist ja abgerutscht. Gerade jetzt das letzte Spiel gegen Dortmund. Sie haben nicht schlecht gespielt, aber halt 3:0 verloren. Dazu diese unglaubliche Verletztenmisere. Ich habe wirklich meine Sorge, meine Mühe und Not vor allem, zu sehen, dass Hamburg jetzt einen Punkt holt in Leverkusen, wo das definitiv nicht einfach ist und die halt auch gewinnen müssen. Die sind zum Siegen verdammt. Die haben nur 4 Punkte aus den ersten 5 Spielen und die haben halt ganz andere Ansprüche und wollen nicht wieder so eine Saison haben. Die müssen jetzt liefern und ich denke, zu Hause haben sie gegen Freiburg gezeigt, gegen etwas kleinere Gegner klappt das und das werden sie jetzt gegen Hamburg wieder machen mit 2:2. Und zu guter Letzt bedanke ich mich fürs Zuschauen, für diejenigen, die meine 96-Analyse nicht interessiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao. Und für den Rest kommen wir zu Hannover 96 gegen den Tabellenletzten aus Köln. Ja, Hannover ja zuletzt ein bisschen gedämpft mit den Erwartungen, beziehungsweise ein bisschen ja zurückgeschraubt nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg. Wir sind weiterhin, ich betone das in jeder weiteren Episode, in der wir noch nicht drin stehen offiziell, wir sind im Abschießkampf. Diese 11 Punkte, die wir haben, davon sind 4 tatsächlich die, die wir hätten holen müssen, ja, gegen die direkten Konkurrenten. Die anderen 7 sind Bonuspunkte, sowohl gegen Mainz, als auch gegen Wolfsburg, als auch gegen Schalke. Jetzt muss man darauf achten, dass man die nächsten Spiele gegen direkte Konkurrenten oder gegen die Konkurrenz, die ein bisschen weiter entfernt eigentlich steht, gewinnt. Gerade zu Hause, wo wir eine Macht sind. Das Stadion wird wohl ausverkauft sein, momentan 45.000 Karten verkauft, sieht also ziemlich, ziemlich gut aus für Hannover und für den ersten FC Köln. Not so much, denn Köln ist ja momentan unfassbar schlecht in die Saison gekommen. In der Europa League 1:3 verloren, in der Bundesliga mit minus 12 als Torverhältnis auf dem letzten Tabellenplatz. Das ist 5 schlechter als Freiburg. Also ganz, ganz miserabel. Die treffen vor allem das Tor einfach nicht. Gerade Jon Córdoba ist momentan noch nicht in der Verfassung, in der er noch nie war. Habe ich ja vorhin gesagt. Es fehlt ein Modest, es fehlt ein Stürmer. Aber Köln gegen 96... Das lief die letzten Jahre eigentlich immer für die Kölner. Das geht. Ja, Köln kommt mit Hannover relativ gut zurecht. Und auch wenn ihr hier jetzt gerade das Handtor von Andreasen seht, das war, glaube ich, das letzte Spiel, was Hannover gegen Köln gewonnen hat. Ja, okay, das war auch eine Abschiedssaison. Das heißt, es war, abgesehen vom Beispiel, was wir verloren haben, durch 2 Bittencourt-Tore, das letzte Spiel, was wir gewinnen konnten. Nichtsdestotrotz, es wird nicht einfach für Köln. Es wird auch nicht einfach für Hannover. Das Ding ist, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Dementsprechend ist Köln unglaublich gefährlicher und ekelhafter Gegner. Und gerade gegen Teams wie 96, ich habe das Gefühl, immer gegen meinen Lieblingsverein treffen dann solche Spieler wie Córdoba. Wir müssen darauf achten, dass wir defensiv stabil stehen, auch ohne Felipe, der sich ja gegen Hamburg verletzt hat. Das war gegen Freiburg schon nicht hundertprozentig solide, aber jetzt muss es sich ändern. Und wir müssen das Ding eigentlich gewinnen. Mein Tipp ist aber, dass Köln den ersten Punkt holt und dass das Spiel 1:1 ausgeht. Ich bin pessimistischer diese Saison. Ich bin dankbarer für die Punkte, die wir schon haben. Und ich sehe Köln nicht als direkten Konkurrenten an. Auch wenn man sie wahrscheinlich jetzt als direkten Konkurrenten ansehen muss, weil sie unten drin stehen. Trotzdem glaube ich,
dass man sie nicht unterschätzen darf. Und auch wenn ich hoffe und mir wünsche und wir gewinnen sollten und müssen, ich glaube, es wird, oder ich tippe zumindest, 1-1. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Heute kommt noch ein Video oder kam schon ein Video zu FIFA 18 Ultimate Team. Würde ich mir auf jeden Fall angucken. Morgen kommt Karrieremodus und die nächsten Tage kommt ganz viel FIFA. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis dann, haut rein. Und ciao.